Berlin ist ja eines von unseren zukünftig dann 15 großen LCs in Deutschland. Und speziell Berlin hat für uns eine ganz zentrale Rolle. Es wird in der Zukunft einer unserer größten Standorte werden, weil wir eben sehr, sehr viele Kunden in Berlin und Umgebung haben, deren Pakete wir dann sehr schnell über Nacht nach Deutschland verteilen und dann am nächsten Tag zu den Endkunden bringen. Der Standort Ketzin liegt, wenn man sich Berlin als Uhr vorstellt, 9 Uhr von Berlin mit der besten Autobahnanbindung nach Südwesten. Und deswegen ist dieser Standort logistisch Gold wert für uns. Unser LC hier in Berlin-Brandenburg zeichnet die modernste Sortiertechnik, die wir derzeit bei Hermes haben, aus. Wir reden über bis zu einer 250.000 Sendungen am Tag, die wir sortieren und umschlagen können. An diesem Standort haben wir die Besonderheit, einen Doppelsorter zu nutzen, der besonders leistungsfähig ist und wir besonders hohe Paketmengen in kurzer Zeit sortieren können. Über einen Kilometer Laufband laufen zeitgleich gute 1500 Pakete, die dann auf bis zu 60 Verkehrsverbindungen deutschlandweit verschickt werden. Also das neue Logistikcenter bietet für unsere tägliche Arbeit halt viele Möglichkeiten für unsere Auftraggeber, dass wir spätere Abholzeiten gewährleisten können und mehr Menge umschlagen können. Das Logistikzentrum ist nicht nur ein Gebäude, sondern da steckt auch ein Mehrwert dahinter, dass wir eine effizientere, schnellere Sortierung haben und damit Zustellzeit gewinnen. Die beste Sortiertechnik nützt nichts ohne die Menschen, die damit arbeiten. Und da haben wir es geschafft, sowohl bisherige Mitarbeiter als auch neue Mitarbeiter so zusammenzubringen, dass wir hier wirklich als Team performen. Ja, es stecken sehr viele Menschen hinter, die dieses Paket in der Hand halten und auch bewegen. Und ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Stationen ein Paket durchlaufen muss, dass es wirklich am nächsten Tag oder pünktlich zu Hause ankommt.